Lieber Michael, du hattest im Jahr 2022 ein eindrückliches Erlebnis. Wie genau hast du das erlebt? Also das Ganze hat so begonnen, dass ich im Schlaf eben mitten in der Nacht plötzlich eine ganz starke Helligkeit wahrgenommen habe. Also ich war noch im Traum und es wurde alles stark erhellt. Und inmitten dieser hellen Kulisse habe ich eine Lichtgestalt wahrgenommen. Also das sah für mich aus wie eine Seele mit einem hellen weißen Gewand. Man konnte kein Gesicht erkennen, man konnte es nicht richtig identifizieren, aber es war auf jeden Fall, möchte ich mal sagen, so eine Art Lichtwesen. Und dieses Wesen, das kam immer näher auf mich zu und ganz langsam. Und am Ende habe ich eine Berührung gespürt. Also dieses Wesen hat mich berührt und in dem Moment habe ich eine Art Energieimpuls wahrgenommen. Also da war irgendwo ein Energieaustausch und der war so stark, dass ich dann aufgewacht bin. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich war dann wach und mir war dann gleich bewusst, dass es eine ganz verrückte, starke Erfahrung war. Also anders wie ein Traum, sondern einfach mit einem richtigen Energieaustausch. Und ich habe dann versucht, das Ganze mal beiseite zu legen und wieder einzuschlafen. Und morgens, als ich aufgewacht bin, habe ich meiner Frau gleich davon erzählt, auch gleich mit den Worten, dass mir heute Nacht eine Seele begegnet ist. Es war mir einfach so unterbewusst klar, dass es eine Seele war. Ja. Meine Frau, die war dann ein bisschen skeptisch, ja, war für mich natürlich auch die erste Erfahrung in dem Bereich. Und wir haben das Ganze dann mal so ein bisschen beiseite gelegt, sage ich mal. Und dann sind erstmal weitere Tage vergangen. Und plötzlich, circa 3 Tage später, haben wir ein Klopfen gehört bei Nachbarn und haben durchs Fenster rausgeschaut und haben gesehen, da ist eine Versammlung von Menschen, ja, direkt vor der Türe vom Nachbar und die brechen die Türe auf. Und wir haben zugeschaut und uns gewundert, was da los ist. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass der Nachbar gestorben ist. Also der hat sich nicht mehr gemeldet, auf Nachrichten nicht mehr zur Arbeit gekommen. Ich hatte an dem Tag Urlaub und genau. So. Und die haben dann letztendlich die Leiche untersucht und natürlich auch den WhatsApp-Status, was man heutzutage ja sehr leicht dann prüfen kann. Der war dann eben zuletzt online am Abend, in der Nacht davor, als ich das Ganze erlebt habe. Mir war das auch erst gar nicht bewusst, dass es in diesem Zeitraum hätte sein können. Und als wir dann zusammen mit unseren Nachbarn dann nochmal drüber gesprochen haben, ist mir das dann eingefallen, dass es ja, mit der Feststellung des Todeszeitpunkts war das eben in dieser Nacht, als ich die Erfahrung hatte. Und es hat das Ganze einfach noch, ich sag mal, untermalt. Ich hatte auch mit der Person, mit dem Nachbarn keine Beziehung. Ich habe mit dem noch nie gesprochen. Also, du hattest den gar nicht wirklich gekannt. Gar nicht, ne. Nur vom Sehen ab und zu. Der Herr war, also die Frau ist schon seit längerem gestorben. Der hat alleine gelebt, war wohl ein ganz netter, ruhiger Mensch. Und ja, wenn man es abmessen würde, würde ich sagen, war ich der nächste Mensch zu seinem Haus an der Stelle, sage ich mal. Ja, ich war der nächste Mensch, der greifbar war, sozusagen. Und auch so im Nachhinein betrachtet, wenn du dich an dieses Erlebnis erinnerst, gab es da überhaupt keinen Hinweis, also überhaupt keine Spur, dass du diese Seele identifizieren hättest können, wer das ist, dass das dieser Nachbar war. Keine Chance. Also das war für mich etwas ganz Neutrales, also ohne Gesicht. Ich habe diese Gestalt eben, es war vor allem alles sehr, sehr hell. Und ja, wie wenn man etwas einen Umhang trägt, also es war alles wie aus ja, wie ein Mantel, wie ein heller Mantel sozusagen. Und nicht identifizierbar. Man konnte nicht identifizieren, wer das war. Keine Chance.
Und du sagst, es war alles sehr hell. War das so, dass das sozusagen das Schlafzimmer erleuchtet war, oder war das wie in einem anderen Raum? Es war für mich wie in einem anderen Raum. Also ja, definitiv. Ich war, also das, was ich vorher geträumt habe, das war undefinierbar, wie es bei mir oft ist, dass ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern kann, was ich da geträumt habe. Und von jetzt auf nachher wurde eben alles ganz hell. Und es war aber in einem anderen Raum. Also als ich aufgewacht bin, war ich sofort bei mir zu Hause und es war auch nichts mehr da in dem Moment. Und hattest du da ein bestimmtes Empfinden oder ein bestimmtes Gefühl, als du diese Seelenbegegnung hattest? Ja, also zu Beginn muss ich zugeben, war ich vielleicht etwas ängstlich oder ja, vorsichtig, sage ich mal, weil diese Gestalt eben langsam auf mich zugekommen ist und ich nicht einordnen konnte, was jetzt passiert. Als dann die Berührung oder dieser Energieaustausch stattgefunden hat, da ging das Ganze dann ganz schnell. Also da bin ich dann kurz darauf eben aufgewacht und da war dann aber auch diese Unsicherheit weg. Also das war dann kein Moment der Furcht, sage ich mal, sondern es war eher, ja, ich sag mal, auf energetischer Ebene positiv zu bewerten. Ja. Und hat sich da noch etwas herausgestellt von diesem Nachbarn, wie der verstorben ist? Kann ich an der Stelle gar nicht mehr genau sagen. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie er gestorben ist. Nee, weiß ich nicht. Und hast du mal im Nachhinein versucht, irgendwie herauszufinden, warum diese Seele so auf dich zugegangen ist? Für mich war diese Begegnung dahingehend etwas schwierig zu beurteilen, weil ich ja auch keine Beziehung hatte mit den Nachbarn. Also ich habe mit dem nie ein Wort gewechselt und deshalb wüsste ich nicht, warum er bewusst zu mir gekommen ist. Vielleicht denke ich mir, also das ist mein Gedanke daran, dass ich einfach aus örtlicher Nähe der Nächste war und er eben auf dem Weg möglicherweise dann nach oben bei mir dann vorbeikam, vielleicht irgendwo eine Möglichkeit, mir im Schlaf zu begegnen und eine Verbindung aufzubauen. Das wäre so die einzige Erklärung aus meiner Sicht, aber sonst war da kein Informationsaustausch oder irgendwie, wie manche berichten, ein Gespräch oder so, konnte ich leider in der kurzen Zeit nicht wahrnehmen. Und dieses Erlebnis, also man muss dazu sagen, vielleicht für diejenigen, die das nicht so kennen, das ist ja sehr typisch für diese Erlebnisse, dass da eine helle Gestalt erlebt wird, wo man vielleicht auch gewisse Empfindungen hat, oder manchmal erlebt man es eher neutral oder positiv, dass man da auch Strahlen erlebt oder auch manchmal eine Kommunikation. Jedenfalls, dass es weit über das Empfinden eines Traums hinausgeht, also dass es sehr real oder überreal erlebt wird. Und wie hat dieses Erlebnis irgendwie deine Weltanschauung verändert? Also mir war bewusst, dass es schon mehr zwischen Himmel und Erde gibt als das, was wir wissen und auch das, was die Wissenschaft uns versucht zu zeigen und zu berechnen. Ich war mir bewusst, dass es so eine Welt gibt. Es gab auch in meiner Familie zuvor mal eine Nahtoderfahrung, die meine Mutter zusammen mit ihrem Onkel erlebt hat. Und da habe ich eigentlich auch schon als junger Mensch gewusst, dadurch durch die Erzählungen, dass es eine seelische Welt einfach gibt, ja. Aber mir war nicht bewusst, dass man als lebendiger Mensch möglicherweise da eine Verbindung aufbauen kann. Dachte immer, das Ganze beginnt erst dann, wenn man eben selbst in der Welt ist. Und könntest du uns ein bisschen was von dieser NATO-Erfahrung deiner Mutter noch schildern? Ja. Und zwar ist es auch passiert im familiären Beisammensein. Das war der Onkel meiner Mutter, der war auch schon ziemlich alt.
und krank. Und da hat man gemerkt, dass es halt einfach nicht mehr lange geht. Und er hatte dann eines Tages eben, ich sag mal, eine Reaktion des Körpers, die, ich meine, mit dem Herz verbunden war und er dann ins Jenseits gekommen ist. Er war dann tot und wurde dann unverzüglich reanimiert von den Angehörigen. Und die haben das dann auch geschafft, nach relativ kurzer Zeit ihn wieder zurückzuholen. Und wie ich bereits erwähnt habe, das Leid war schon sehr groß bei ihm, das körperliche Leid, vielleicht auch seelisch irgendwo. Und das Erste, was er gemacht hat, als er die Augen wieder geöffnet hatte, war, dass er gesagt hat: Wieso habt ihr mich denn zurückgeholt? Da, wo ich war, war es wunderschön. Und diesen Satz, den werde ich nie vergessen. Und das hat sich dann auch bei uns in der Familie als, ja, ich sag mal, als übernatürliches Vorkommnis auch so ein bisschen rumgesprochen natürlich. Es waren einige anwesend und da konnten natürlich viele erstmal gar nicht so mit umgehen, was da jetzt gerade passiert ist. Und wie lange hat der dann noch gelebt? Das weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube nicht lange, weil der einfach so körperlich total schon kaputt war und es ging dann auch nicht mehr viel länger. Lieber Michael, vielen Dank für diesen Bericht und alles Gute dir. Vielen Dank, Andreas. Das Gleiche wünsche ich dir auch.